Okay, okay, was machen Sie? Ich schlucke meine Träume runter. Oh, glauben Sie ernsthaft, Netflix produziert eine Serie ohne exotische Schauplätze, ohne Luxusjachten, Superschurken, Bösewichte, Helden, knallharte Cops? Herr Dorf. Das ist doch da alles drin in unserer neuen Netflix-Serie. Land des Geldes. Hallo? Hafenpolizei! Hallo? Ja, morgen, Captain. Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, nein, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass diese... Mensch, als stattlicher Kutter hier. Also diese Yacht, die wird abgeschleppt. Wieso? Habe ich falsch geparkt? Oh, ich weiß. Oh, ich habe vergessen, die Brötchentaste zu drücken. Nein, nein, sehen Sie, diese Yacht, die gehört quasi einem, naja, einem engen Freund von Herrn Putin, einem Oligarchen namens Usmanov. Ja, verstehen Sie, und deswegen wird das im Rahmen des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes für das Ding hier auf Eis gelegt. Ja, dieses Schiff gehört nicht Herrn Usmanov. Oh, das wüsste ich aber. Schauen Sie mal, Sie machen mir nichts vor. Das Ding heißt ja sogar ganz genau wie die Mutter von Herrn Usmanov, nämlich Dilber. Das ist doch kein Beweis. Oder ist Corsa Ihr Sohn? Nee, wieso? Na, das ist doch Ihr Opel da hinten. Ja, das ist mein Dienstwagen, ne? Oh, das tut mir leid. Schäbig, wie der Staat mit Beamten umgeht, die mit hohem persönlichen Einsatz versuchen, illegale Vermögenswerte wieder dem Allgemeinwohl zuzuführen. Ja. Hier, Martini? Oh, nee, danke, ich bin im Dienst. Aber sehen Sie, auf Eis gelegt wird auch nur die Yacht. Können Sie bitte Ihrem Eigentümer da sagen, nicht, dass er die Yacht geschäftlich nicht mehr nutzen darf? Wer ist denn der Eigentümer? Na ja. Was ist hier eigentlich los? Wir sind hier beschäftigt. Ja, er sagt, Sie können die Yacht nicht mehr geschäftlich nutzen. Ja. Aber auch den Jacuzzi nicht. Der ist extra so gebaut, dass er auch bei schwerem Seegang nicht überläuft. Das ist Verschwendung, das geht so nicht. Das ist natürlich tragisch, das tut mir auch leid. Aber sagen, wer sind Sie? Ah, ich bin die Eigentümerin. Tschüss. Ah, nein, sind Sie nicht. Doch, darf ich vorstellen? Nevis Marine Limited, eine Firma auf den Cayman-Inseln. Ach so, eine Firma. Ach, Sie gehören quasi Herrn Usmanov, richtig? Nicht. Die Frau gehört zu mir, sag ich mal. Die Dame ist meine. Darf ich vorstellen? Almanor Holding Limited. Ach, also Sie sind quasi verheiratet, Herr und Frau Limited, ja? Ja, ich sag mal, wir haben eine Beziehung, die uns viele beneiden, ne? Haftungsbeschränkung, aber keine Ehe. Ihm gehören all meine Anteile. Also gut, dann ist das ja geklärt. Die Yacht gehört Ihnen, Sie gehören dem Ding da und quasi er gehört Usmanov, ne? So einfach ist das nicht. Schauen Sie, seine Anteile gehören mir. Ich darf mich vorstellen, Pomerol Capital, Schweiz. Lassen Sie mich raten, Sie sind ja auch nicht Usmanov, ne? Richtig, ich bin nur der Treuhänder. Ja, gut, okay. Treuhänder, meinetwegen von Captain Blaubeer oder was? Ich halte die Anteile für Sister Trust, Bermudas. Ah, also dann rekapituliere ich also, Sie gehören ihm, er wird verwaltet von Ihnen und zwar im Rahmen von Sister Trust und der Sister Trust gehört Usmanov, ja? Gibt es denn Beweise, dass Usmanov irgendwie mit Sister Trust zusammenhängt? Ja, na klar, bin er nicht heinblöd, ne? Also, schauen Sie, Sister Trust heißt genauso wie die Schwester von Usmanov, nämlich Sister. Richtig, aber der Trust gehört seiner Schwester und nicht ihm. Er hat ihn nur gegründet. Oh. Sie können das Boot nicht einfahren. Oh, das kann ich wohl. Sie sind nämlich reingefallen. Ne? Die Schwester steht nämlich auch auf der EU-Sanktionsliste. Und deswegen wird der Kutter jetzt hier aber sowas von eingefroren. Ne? So. Oh. Kinder, schlechte Nachrichten. Wir dürfen die Yacht nicht mehr geschäftlich nutzen. Oh. Wir dürfen nur noch privat weiter feiern. Wer hat Bock auf Jacuzzi? Nein, aus, stopp, Kinder, cut. Nee, so nicht. Irgendwas gefällt mir an dem Ende nicht. Ja, mir auch nicht. An meiner Rolle. Sie haben mir die Rolle meines Lebens versprochen, Herr von Wagner. Und jetzt spiele ich eine anonyme Briefkastenfirma. Okay, aber dieses Gesichtslose, dieses Austauschbare, das spielen Sie wie keine zweite Lara. Ich heiße Sarah. Sehen Sie, Sie spielen das so gut, ich habe Ihren Namen schon vergessen. Ja, mir haben Sie versprochen, dass wir in einem Steuerparadies drehen. Ja, aber wir drehen doch in München Grünwald. Hören Sie, Sie haben bald mehr...
bei mir Briefkästen als Einwohner. Na, Herr von Wagner, das war jetzt aber nicht wirklich Netflix, oder? Das wäre so mehr so friesischer Rundfunk. Hören Sie mal, das war Action pur, verstehen Sie? Es gab einen knallharten Kopf, der trotzdem gut aussehend ist. Ja, und der hat mit bloßen Händen hat er fast einen russischen Oligarchen auf Eis gelegt. Ja, hat er eben nicht. Usmanow darf die Yacht ja behalten. Ja, schon, aber er darf sie nicht mehr bewegen. Okay, das ist nicht so cool, aber wenn wir ihm die Yacht komplett wegnehmen wollen würden, dann müssten wir beweisen, dass er die Yacht quasi aus kriminellen Vortaten heraus, ne? In Russland? Was? Na, das ist doch schon mal deutlich mehr Bond. Ich sehe Verfolgungsjagden über den Roten Platz. Ja, Undercover-Cops, die in Wodka-Duellen ihr Leben riskieren. Cool, cool, cool. So können wir das machen, oder? Oder wir machen, wie ich es schon geschrieben habe. Und dann machen wir das nämlich so, dass wir Usmanow versuchen, in Deutschland Steuerhinterziehung nachzuweisen. Deswegen, in der Mitte der Staffel habe ich gedacht, na, widmen wir eine ganze Folge dem Elster-Formular. Oh, Herr Uthoff, kommen Sie, das ist doch ein richtiger Knaller. Und dann, okay, weil Sie sind, hier, nächste Folge, ich weiß, wie Sie das mögen, nächste Folge machen wir eine Verfolgungsjagd. Ein Beamter prüft dann Usmanows Fahrtenbuch, nicht wahr? Ja, schon. Warum? Oh, komm, vergessen Sie nicht das Staffelfinale. Im Staffelfinale, da gibt es dann so ein Diplom-Finanzwirt und der würde dann so quasi die Bewirtungsbelege sortieren. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Wer sich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.